Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, dass Sie heute bei dieser Online-Veranstaltung dabei sind. Mein Name ist Sandra Lütti. Ich arbeite beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit in der Sensibilisierung und Prävention und vertrete die Schweiz in der Kampagne Europäischer Cybersicherheitsmonat. Mein Gasttrainer Ivano Somaini wird sich zu einem späteren Zeitpunkt gleich selber vorstellen und deshalb steige ich gleich ins Programm ein. Ich werde kurz etwas zum Cybersicherheitsmonat sagen. Danach wird Ivano Einblicke in seinen spannenden Berufsalltag geben. Danach werde ich wieder kurz etwas dazu sagen, was Sie machen können, falls Sie trotzdem mal von Social Engineering betroffen sind. Und am Schluss beantworten wir gerne Ihre Fragen. Die Fragen können Sie jeweils im Chat eingeben. Wie gesagt, wir nehmen die während der Veranstaltung auf und beantworten sie am Schluss gerne. Der Europäische Cybersicherheitsmonat ist die jährliche Kampagne der Europäischen Union zur Förderung von Cybersicherheit in ganz Europa. Es finden zahlreiche Veranstaltungen, Konferenzen und Seminare statt, um eben die Cybersicherheit in Europa zu verbessern. Der Cybersicherheitsmonat findet jeweils im Oktober statt zu einem bestimmten Thema, 2023 zum Thema Social Engineering. Wir unterscheiden drei Zielgruppen, das sind die Jugendlichen, die Berufstätigen und die Senioren. Und falls Sie dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit auf LinkedIn folgen, konnten Sie sehen, dass wir Anfang Monat Inhalte für die Jugendlichen publiziert haben. Aktuell sind wir bei den Berufstätigen dran, deshalb auch der aktuelle Online-Brownbag-Lunch und ab nächster Woche werden wir noch etwas für die Senioren publizieren. Aber jetzt übergebe ich das Wort an Ivano. Er ist unser Kampagnenbotschafter. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und übergebe das Wort. Danke. Ivano Somaini. Ich komme aus Graubünden, aus einem schönen Kanton in Graubünden. Und präzise eigentlich komme aus dem südlichsten Teil von Graubünden in der Schweiz. Ich bin so bekannt als ein sogenannter Steinbock-Chinkeli. Und als Steinbock-Chinkeli hatte ich eine riesige Chance gehabt, wenn ich 16 Jahre alt war. Ich könnte wählen, ob ich wollte in Berlin-Zonen-Gymnasium gehen oder in Chur. Und da ich keine einzige Wort Deutsch geredet habe, ich habe gedacht, ich gehe in Chur. Und in Chur habe ich meine erste große Leidenschaft gefunden und das war Schauspielen gewesen. Ich habe 4 Jahre lang ungefähr in einer Amateurschauspielgruppe Schau gespielt. Ich war nicht besonders gut, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und am Ende von dieser Erfahrung habe ich einen Schritt weiter gemacht und bin ich in Zürich gelandet, wo habe ich an der ETH meine zweite große Leidenschaft gefunden, das war IT-Security. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, der ETH ist eine sehr theoretische Schule. Ich habe mich auch in einen sehr theoretischen Aspekt von der Informationssicherheit spezialisiert. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der Titel von meiner Masterarbeit war die formelle Verifikation von kryptografischen Protokollen. Ziemlich langweilig. Ich kann euch garantieren, es waren 6 stinklangweilige Monate aus meinem Leben. Und am Ende von dieser Erfahrung, ich habe gedacht, ich würde gerne irgendeinen Weg finden, um diese zwei Leidenschaften, Schauspielen und IT-Security, zusammentun und dann einen Job draus machen. Wenn ihr vorstellen könnt, das ist nicht gerade die einfachste Kombination, die man suchen kann, aber ich habe tatsächlich einen Job gehabt, dass es das ermöglicht hat. Das heißt, ich bin ein sogenannter Social Engineer geworden oder anders gesagt, ich bin ein legaler Einbrecher. Das heißt, in den letzten 10, 12 Jahren bin ich beauftragt, bezahlt worden, in hochsichere Gebäude sowohl digital, aber auch physisch einzubrechen. In Kernkraftwerken, beim Polizeistationen, bei Banken, beim Bund und einmal, dass ich drin war, ich musste so viele vertrauliche Informationen wie möglich klauen und nachher erklären, wie ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, überhaupt Firmen in der Schweiz, die so etwas machen. Und dann habe ich eine Firma gefunden, wo ich seit 12 Jahren tätig bin.
Und ich kann mich noch an mein Bewerbungsgespräch erinnern, naiv, wo ich, wie ich bin dort aufgedacht, er hat gesagt, hallo, ich bin der Ivano, macht ihr Social Engineering Test? Ja, das machen wir. Aber was macht ihr genau? Ach, wir schicken ein paar Phishing-Mail, wir machen Statistiken draus, wir machen nachher Awareness-Training. Ja, aber probiert ihr nicht, euch zu verkleiden und in Gebäude einbrechen und nachher vertrauliche Informationen klauen? Ah, das machen wir eher weniger, weil wissen Sie, unsere Mitarbeiter sind introvertiert, die Informatiker. Dann habe ich gefragt, okay, kann ich das machen? Ja, sicher. Und ab diesem Moment bin ich eingestellt worden. Und praktisch seit diesem Moment jedes Jahr zwischen Juli und August, ich fliege nach Las Vegas. Nicht, weil ich besonders gern Poker spiele oder Slotmaschinen spiele, also nicht nur wegen dem, weil ihr müsst wissen, jedes Jahr zwischen Juli und August in Las Vegas gibt es die größte Hacker-Konferenz der Welt. Und das ist die Black Hat und die DEFCON-Konferenz. So dass ihr zu Hause ein bisschen vorstellen könnt, wie das aussieht. Letzten August haben sich ungefähr 30.000 Top-Hacker von der ganzen Welt 9 Tage lang im gleichen Ort getroffen und versammelt. Es ist eine ziemlich spannende Zeit, um dort zu sein, aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel, wenn ich in diese Casinos laufe, das ist die Mandalay Bay, der Caesar Palace und der Flamingo, und werden immer zusätzliche Casinos eingefügt, weil die Konferenz immer größer wird. Ich schaue zum Beispiel, dass wenn ich mein Handy dabei habe, mein Mobiltelefon, den Bluetooth aufgeschaltet ist. Weil ich habe gewusst, genau während diesen 9 Tagen werden die neuesten Angriffe gegen diese Technologie ausprobiert. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, zum Beispiel, und ich will zahlen, ich nehme immer mit die Kreditkarte, wo kein NFC, diese Contactless Chips drauf hat. Weil ich wusste genau, während diesen 9 Tagen werden auch die neuesten Angriffe gegen diese Technologie ausprobiert. Das heißt, eine Empfehlung für euch, wenn ihr nächstes Jahr und in den nächsten Jahren einen Trip nach Las Vegas plant, zwischen Juli und August, würde schauen, dass nichts genau während diesen 9 Tagen passiert. Oder wenn das der Fall ist, einfach, dass ihr ein bisschen mehr aufpasst. Weil das Spannende daran, mindestens für mich, ist, dass der allergrößte Teil von diesen 30.000 Leuten sind Leute wie Sandra oder ich, die IT-Security arbeiten oder interessiert sind. Aber ein kleiner Teil von den Teilnehmern sind tatsächlich Kriminelle. Wir kommen dort sich weiterbilden, Know-how austauschen und Workshop mitmachen. Und ein anderer Teil sind FBI und CIA-Agenten, wo diese Leute suchen. Das heißt, meiner Wissen, das ist die einzige Konferenz weltweit, wo jedes Jahr irgendjemand im Knast landet. Jetzt heute werde ich euch vor allem über Social Engineering berichten und aus meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 12 Jahren gesammelt habe. Wenn ich diese Präsentation vorbereitet habe, habe ich gedacht, wann habe ich eigentlich in meinem Leben zum ersten Mal explizit an Social Engineering Angriff durchgeführt? Mir ist in den Sinn gekommen, dass wenn ich 12 Jahre alt war in Graubünden, war ich an einer Maschinenschreiben-Vorlesung, aber ich habe ein 10-Finger-System gelernt, war am Aufgaben lösen und plötzlich mein Programm stürzte es ab. Ich rufe den Professor, sage, du, der Programm läuft nicht mehr. Er kommt an meinem Arbeitsplatz, sagt, Ivano, geh auf der Seite. Und dann loggt sich als Administrator, startet das Programm neu und sagt, okay, du kannst weiterarbeiten. Ich weiß nicht ganz genau, was mir damals als 12-Jähriger durch den Kopf gegangen ist, aber ich habe gedacht, vielleicht das könnte zu meiner Günste benutzen. Das heißt, in den nächsten 2 Wochen habe ich extra nach ein System gefunden, um dem Programm zum Absturz bringen, bis ich das geschafft habe. Dann war ich wieder in der Vorlesung, war ich am Aufgabenlösung, ich stürze das Programm ab, sage dem Professor, du, der Programm läuft immer noch nicht. Ein Professor, ah, schon wieder der, der kommt an meinem Arbeitsplatz, sagt, Ivano, geh auf die Seite. Und ich war als 12-Jähriger nebendran und ich habe angeschaut, wie er mit 2-Finger-System sich eingeloggt hat. Administrator, Enter, Tiger 1,
Tiger 1.2 war die damalige Administratorspasswort von der Sekundarschule in Roveredo. Ich hoffe, dass es mittlerweile gewechselt worden ist, weil nicht so eine sichere Passwort ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Und damals war ich ein bisschen nerdiger unterwegs als heutzutage und plötzlich bin ich populärer in der Schule geworden, weil plötzlich könnte alle Noten anschauen und ändern von allen Schülern. Das war eine ziemlich lustige Zeit. Aber was ist überhaupt Social Engineering? Tendenziell frage ich in der Runde, wenn ihr hier wäret, wer von euch hat Kinder? Wieso frage ich das? Weil Kinder, meiner Meinung nach, sind die besten Social Engineer auf dieser Welt. Jeder, der Kind hat, weiß, wovon ich rede. Ich selber, ich habe eine 4-jährige und 3-jährige Tochter. Und wenn man auf die Welt kommt, unbewusst schon als Baby, fängt man auch probieren, die Mitmenschen zu manipulieren, sodass man zusätzlich ein Stück Kuchen bekommt oder man ein bisschen später im Bett gehen kann. Und unbewusst, auch als Erwachsener, als Eltern, benutzt man gewisse Social Engineering Strategien, um diese Kinder zu erziehen, dass sie nicht zu spät im Bett gehen oder sie nicht vollfressen. Deswegen habe ich die folgende Definition sehr gerne, die Social Engineering definiert, und das ist praktisch jeder Akt, wo eine Person beeinflusst, etwas zu machen, wo kann gegen oder für sein Interesse sein. Es muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Jeder von uns ist Social Engineer, wer mehr, wer weniger, will mehr bewusst, wer weniger. Aber logischerweise, heute während dieser Präsentation werde ich euch über die böse Seite von Social Engineering berichten und zeigen, wie das funktioniert. Ich sage immer, dass die Situation sich relativ dramatisch geändert hat, also weil wir früher waren eine sogenannte Download-Generation. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch zu Hause hatte damals Kazaa benutzt, Emule, LimeWire, Napster zum Film downzuloaden. Man brauchte 4 Tage lang, um einen einzigen Film downzuloaden. Man hatte das Gefühl, boah, das ist brutal schnell. Und mittlerweile, wir sind eine sogenannte Upload-Generation geworden. Das heißt, wir laden immer mehr persönliche und private Informationen im Internet. Das macht mein Job als Social Engineer 1000-mal einfacher. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hätte jemand von euch vor 10, 15 Jahren hacken müssen, sozusagen, für mich wäre massiv mehr schwieriger gewesen, herauszufinden, seid ihr letztens in der Ferien gewesen? Was ist eure Lieblingsbiersorten, Lieblingsrestaurant in der Stadt? Heutzutage tendenziell langt es eine Recherche von 30, 35 Minuten auf Social Media, dass ich genug Informationen habe, um ein Angriffsszenario modellieren, dass ihr mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% draufklicken werdet. Heutzutage, um diesen Phänomen besser zu beschreiben, gibt es eine gute Metapher, die basiert auf einem Experiment, das im 18. Jahrhundert durchgeführt worden ist. Und der Experiment ist der folgende. 2 Forscher haben einen Topf mit kochendem Wasser genommen, haben sie den Frosch reingeworfen und der Frosch ist logischerweise rausgesprungen. Wenn die Forscher haben den Setup ein bisschen geändert, haben einen Topf mit Wasser mit Raumtemperatur genommen, den Frosch reingerührt und der hat das angenehmer gefunden, hat angefangen zu schwimmen, zu chillen. Nach 5 Minuten, die Forscher haben die Wassertemperatur um 0,5 Grad erhöht. Hat eine minimale Änderung. Nichts Schlimmes. Der Frosch hat sich angepasst und hat weiterhin geschwommen. Das ist praktisch jede 5 Minuten passiert. Temperatur um 0,5 Grad erhöht, Frosch hat sich angepasst, weiterhin geschwommen. Erhöht, angepasst, weiter angeschwommen, bis es zu spät war und der Frosch ist drin gekocht und gestorben. Ich weiß, das ist eine sehr traurige Geschichte, aber leider, das ist, was heutzutage mit unserer Privacy passiert. Jedes Mal, dass ihr etwas liked, shared, kommentiert im Internet, ihr verliert einen winzigen Teil an eurer Privacy. Per se ist nicht schlimm, ist nur an 0,5 Grad mehr. Aber es könnte sein, dass irgendwann an einem Tag jemand würde alle diese Informationen sammeln, die ihr über die Jahre publiziert habt, ein Angriffsszenario modellieren und gegen euch benutzen.
Etwas, das auch sich stark verändert hat, ist mittlerweile die meisten kennen den Begriff Phishing, also dass man eine E-Mail zum Beispiel von einem nigerianischen Prinz bekommt, nicht unbedingt draufklicken muss oder dass man mehrmals die Lotterie gewonnen hat. Was die meisten Leute aber nicht wissen, dass diese Art von Angriffen, so Phishing-Angriffen, migrieren immer mehr auf andere Medien, zum Beispiel auf Smartphone. Das heißt, man hat sogenannte Smishing-Angriffe. Smishing ist nicht anders als praktisch Phishing via SMS. Vielleicht während der Pandemie, viele von euch haben auch solche Angriffe erlebt, haben SMS im Namen von DHL oder Post, die nicht die gültige waren bösartige SMS. Das heißt, das ist ein Angriff, wo während der Pandemie stark gewachsen ist, weil ihr müsst euch vorstellen, viele von uns während der Pandemie waren in Homeoffice, haben wir sehr viele Sachen online bestellt. Deswegen haben wir oft SMS im Namen von diesem Packelieferdienst bekommen, um sagen, will man, dass das Paket vor dem Hauseingang gelassen wird, gegen Unterschrift, nicht gegen Unterschrift. Cyberkriminelle haben diese Tendenz gemerkt, haben gedacht, okay, das heißt, wir schicken jetzt massenhaft, randommäßig bösartige SMS an die Bevölkerung und hoffen, dass die Person letztens ein Paket oder etwas bestellt hat, sodass er auf diesen bösartigen Link klicken würde oder dass er nicht mehr weiß, ob er etwas bestellt hat oder nicht und er trotzdem klicken würde. Und tendenziell die Szenarien sind zwei, was dort passiert ist. Entweder ist man auf einen Link auf eine Webseite gekommen, wo musste man sich einloggen mit Username, Passwort und dann wurden diese Credentials, diese Passwörter geklaut. Oder sonst gegen Android gab es eine bösartigere Version, wo wenn man auf den Link geklickt hat, wurde man motiviert, eine zusätzliche App zu installieren, zu dem Paket besser zu tracken. Aber eigentlich war eine bösartige App, die sehr viele Berechtigung gefragt hat, sodass praktisch hat unseren Telefon, Handygerät in eine Wanze umgewandelt. Und heutzutage mit solchen Smishing-Angriffen sie recht trivial durchzuführen. Ich könnte jetzt euch ein SMS im Namen von eurem Chef, von eurem Kollegen, von eurer Tochter schicken und ihr habt keine Chance herauszufinden, wie ich euch das geschickt oder die richtige Person es euch geschickt. Der SMS wird sogar in der gleichen Konversation erschienen wie all die vorherigen, die ihr mit der richtigen Person ausgetauscht habt. Jetzt heute werde ich euch drei Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählen, sodass ihr ein bisschen seht, was man mit Social Engineering machen kann. Vor allem werde ich über physische Social Engineering Angriffe berichten. Diese drei Angriffe entweder habe ich konzipiert oder selber durchgeführt. Und was sie gemeinsam haben, dass alle drei erfolgreich waren. Jetzt fangen wir mit dem Basic an. Wie bricht man in eine Privatbank in Zürich ein? Nur mit der Hilfsbereitschaft von den Mitarbeitern. Tendenziell funktioniert das so. Die Bank hat uns kontaktiert, hat uns gesagt, könnt ihr probieren, in die Bank einzubrechen? Und ich habe gesagt, ja, wir können es probieren, aber was müssen wir genau machen? Denn die Bank hat uns gesagt, okay, ihr müsst versuchen, in einen geschützten Bereich von der Bank reinzukommen, wo man ein Badge braucht. Innerhalb von der Bank gibt es einen noch mehr geschützten Bereich, wo war der Human Resource Büro und dann müssen wir Salärinformationen von diesem Banker klauen. Ich habe gedacht, okay, wir können es probieren. Wir hatten nur die Firmennamen und die Gebäudeadresse. Tendenziell jedes Social Engineering Test startet mit einer sogenannten Information Gathering Phase. Das heißt, man probiert so viel Information wie möglich über die Firma herauszufinden. Das heißt, man geht auf ihre Webseite, man geht auf ihre Social Media Präsenz, man geht vor Ort zu schauen, wann gehen die Leute in Mittagspause, gibt es Bauarbeiten, gibt es einen Seiteneingang und so weiter. Und bei dieser Bank haben wir herausgefunden, es war eine mittelgroße Privatbank, es gab einen öffentlichen Bereich, es gab sogar eine ziemlich große Security Guard, die die Leute kontrolliert hat beim Eingang, es gab einen Seiteneingang für ein Garage, wo man einen Fernbediener benutzen musste, um das öffnen. Und im Garage selber gab es eine Tür, die man mit einem Badge öffnen könnte. Aber
Die wichtigste Information, die wir nach 2 Wochen herausgefunden haben, war, dass bei dieser Bank jeden Morgen zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr ein Kaffeelieferdienst vorbeigekommen ist. Das war eine Person, die mit dem Auto gekommen ist, mit dem Fernbediener hat den Garage geöffnet, denn drin hat sie parkiert, hat sie Kaffeebohnen rausgenommen auf ein Kerlito und dann hatte sie den Weg zu allen Büroräumlichkeiten, sodass alle Kaffeemaschinen füllen könnten. Ich habe damals gedacht, okay, wahrscheinlich, das ist ein guter Einstiegsvektor, um in diese Bank einzubrechen, weil diese Person wir nicht alle Mitarbeiter kennen. Deswegen werde ich das benutzen. Jetzt, anstatt euch zu erzählen, wie das gegangen ist, ich zeige euch das Video von der Videoüberwachungskamera von dieser Bank. Ich kann euch dieses Video zeigen, weil diese Bank schon seit länger nicht mehr gibt. Und aus Schulungsgründen kann ich das benutzen. Also das ist mein allerersten physischen Einbruch in 2011. Jetzt, bevor ich das Video starte, ihr müsst euch vorstellen, dass ich bin schon seit einer Stunde außerhalb von diesem Garage und mit mir eine schwere Schachtel mitgenommen. Ich habe eine schwere Schachtel mitgenommen, weil ich wollte die Hilfsbereitschaft von dieser Person motivieren, so dass sie sieht, eigentlich ich hätte ein Badge, weil ich habe ein Fake Badge ausgedruckt und hier angehängt. Ihr werdet das auch im Video sehen. Und ich kann einfach den Badge nicht bedienen, deswegen wird sie die Tür für mich eigentlich öffnen. Ziemlich trivial, aber sehr effektiv, kann ich euch garantieren, aber ich während die letzten 10 Jahre mehrmals durchgeführt. Jetzt starten wir das Video. Also es sind 7.22 Uhr am Morgen und ich war schon ziemlich nervös. Ich dachte, kommt sie nicht und plötzlich war sie da. Jetzt kommt sie mit dem Auto rein und in diesem Moment, ich bin auf der anderen Seite von der Straße, weiß ich, dass ich ungefähr 20 Sekunden habe, bis die Tür wieder schließt und der wird jetzt aufwacht. Das bin ich. Und das Erste, was ich mache, ich gehe neben dem anderen Auto, wo schon drin parkiert ist, sodass wenn die Person mich zum ersten Mal sieht, sie denkt, dass ich schon im Garage drin gewesen bin und ich der Besitzer von diesem Auto bin. Und ihr seht hier mein Badge. Ihr seht, dass ich bin eigentlich in einer animierten Konversation am Telefon, aber eigentlich rede mit mir selbst, also wie oft in meinem Leben. Und dann hier starte ich meinen ersten Versuch. Die Tür ist neben den anderen Autos, aber diese Person schenkt mir null Aufmerksamkeit. Deswegen brauche ich eine Ausrede, ich muss noch mehr Sachen aus dem Auto rausnehmen. Ich tue so, als werde ich noch mehr Sachen rausnehmen und dann merke ich, okay, diese Person hat mich endlich gemerkt. Ich starte mein zweites Versuch. Mit einer Hand habe ich die schwere Schachteln, in der anderen Hand habe ich das Telefongespräch. Sie sieht, dass ich eigentlich den Badge habe, deswegen praktisch ganz genau 3 Minuten, dass der ganze Angriff gestartet ist, die Person öffnet mich die Tür und ich bin drin. Ich kann euch garantieren, es ist ein extrem komisches Gefühl, das erste Mal, dass man in eine Bank einbricht, auch das zweite Mal, weil man hat keine Ahnung, wo man rauskommt, wen auf uns wartet. Deswegen tendenziell verstecke ich mich. Hier habe ich einfach einen Lift gefunden und ich bin im 4. Stock gelandet. Ich habe mich in der Toilette 20 Minuten angesperrt, so ein bisschen Abfahrer. Und hier hat mich fast die Putzfrau auch noch erwischt. Und damals habe ich gedacht, okay, das hat funktioniert, völlig unspektakulär. Das kann ja nicht sein, war es vielleicht nur ein Lucky Punch. Aber leider, ich kann euch garantieren, in den letzten 10, 12 Jahren war es ungefähr immer so. Wir planen schon Angriffe à la Ocean's 11, also du kommst von dort, rufst mich an und dann gehen wir rein. Aber sehr oft gehen wir vorbei und sagen wir sind Belüftungstechniker, Brandschutzkontrolle und dann geben sie uns den Badge mit den höchsten Privilegien, sodass wir uns allein frei bewegen können. Und dann wird auch sehr oft missverstanden. Sie sagen zu mir, ja, man muss einfach genug frech sein, und dann kommt man überall rein. Das stimmt nicht unbedingt. Also als Social Engineer es ist extrem wichtig, dass man weiß, wie man wahrgenommen wird. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich nicht autoritär aussehe. Ich weiß, dass ich mehr aussehe nach einer, der Hilfe braucht. Deswegen gebe ich einfach mit meine schwere Schachtel und dann, oh je, und lasse mich überall rein.
Die zweite Geschichte geht um Phishing. Und Phishing ist für uns Social Engineer brutal langweilig, weil es funktioniert immer. Also ihr könnt auch ein sehr schlechtes Phishing-Mail schicken, wird immer mindestens ein, zwei Personen geben, die draufklicken werden. Deswegen damals habe ich gedacht, wie könnte ich einen Angriff an Phishing-E-Mail so modellieren wie einen anderen bekannten Social Engineering-Angriff, wo Baiting ist. Baiting ist ein Angriff, dass wenn ich vorbeigehe bei einer Firma, nehme ich mit mir sehr oft 10 infizierte USB-Sticks. Und diese fangen ja diese im öffentlichen Bereich von dieser Firma zu verstreuen, also neben die Kaffeemaschine, neben den Drucker, neben der Toilette. Tendenziell, wenn wir 10 verstreuen, werden ungefähr leider 8 davon aufgenommen, eingesteckt und ausgeführt. Und wenn wir vertraulich drauf schreiben, dann sind 10 vor 10. Oder letztens hatten wir uns neuestens Rekord bei der Firma. Wir haben 10 verteilt und 15 Leute sind hier reingefallen. Wir haben gedacht, hä, wie ist das überhaupt möglich? Aber anscheinend, ein Mitarbeiter hat das eingesteckt und gesagt, du, das funktioniert nicht, willst du probieren? Und praktisch hat die ganze Abteilung eigentlich so infiziert, ohne dass er eigentlich machen wollte. Und das ist das Prinzip nach Baiting, ist einfach nach Neugier, also das eure Hilfsbereitschaft. Ihr findet eine, ihr werdet herausfinden, wem gehört das, und dann will ich das einfach an die richtige Person zurückgeben. Es gibt verschiedene solche Angriffe. Das ist der typische, also wenn man reinsteckt, passiert noch nichts, aber es hat ein bösartiges Dokument drauf. Nachher gibt es ein anderes, wo heißt Bad USB Sticks. Oder Rubber Ducky, das sieht so aus, das sieht wie ein USB-Stick raus, aber ist kein USB-Stick. Wenn man das einsteckt, sagt eigentlich zu eurem PC, ich bin eine externe Tastatur. Und ich als Angreifer kann ich drauf programmieren, was alles machen muss, sodass er extrem schnell das ausführt. Also hier langt es, das nur einzuführen und der kompromittiert den PC. Diesen Angriff benutze ich oft, wenn ich physisch in eine Firma einbreche und ich merke, dass jemand von euch vergessen hat, den PC zu sperren, weil er ist einen Kaffee am Holen oder hat etwas am Drucker gedruckt und sein PC ist ungesperrt. Anstatt dass ich muss mich an seinen Platz sitzen und probiere, einen PC zu kompromittieren, ich kann mit dem Bad USB Sticks einfach das einstecken und der Angriff wird durchgeführt. Dann gibt es noch eine bessere Version und die sieht so aus. Ich hoffe, dass ich das hier habe. Also hier habe ich keine mehr. Und das sieht so aus. Das sieht wie ein normales Ladegerät, iPhone-Ladegerät. Aber ist das kein normales Ladegerät. Das ist ein sogenanntes Oh mein Gott Cable. Das heißt, ich musste auch das rot markieren, sodass ich weiß, welcher das richtige und welcher der bösartige ist. Diesen Ladegerät, einmal, dass es eingesteckt ist, diesen vorderen Teil ist wichtig. Baut einen Access Point auf, sodass ich mich drauf verbinden kann und einfach und dort einfach die Injection, eigentlich Tastatureingabe eingeben kann. Er hat sogar einen Keylogger, das praktisch alles speichert, was ihr getippt habt. Es hat sogar Speicherplatz hier und zusätzlich ladet eurem Handy und kann man als normales Ladegerät benutzen. Deswegen wollte ich diesen Phishing-Angriff so modellieren, das basiert auf diese Neugier, wo im Baiting passiert. Und hier ging es darum, so viele vertrauliche Informationen von den Mitarbeitern zu finden. Wir hatten nur die Namen von der Firma. Was wir herausgefunden haben, war es eine schweizerische Firma, 500, 600 Mitarbeiter, 250 E-Mail-Adressen von diesen Mitarbeitern dank LinkedIn und Xing. Und hier die interessanteste Information war, dass diese Firma, diese Bank, in diesem Jahr hatte ein Jubiläumsjahr. Und ich habe gedacht, wie könnte ich eine große Menge Banker dazu zu bringen, dass sie auf einen Link klicken? Tendenziell nicht so schwierig. Es ist Zeit für einen Bonus, für einen extra Bonus für den Jubiläumsjahr.
Das heißt, ich habe einen sogenannten Bonus-Calculator erstellt. Das war ein bösartiger Excel-File, dass wenn man seinen Namen reingetippt hat, hat rausgespuckt, wie viel zusätzliche Bonus für das Jubiläum, das man bekommt. Und ich habe so getan, als ich werde Chief Financial Officer von dieser Bank, wo wollte das am CEO schicken und am CEO gefragt, du Martin, funktioniert der Bonus-Calculator so, wie wir das besprochen haben? Aber ich habe so getan, als ich hätte mich vertippt und nicht nur das am CEO geschickt, aber an alle Bankangestellte. Ihr könnt euch vorstellen, jede Angestellte war extrem interessiert zu wissen, wie viel Bonus das er bekommt, wie viel das Kollege das bekommt, wie viel das CEO bekommt. Und um die Situation noch zu verschlimmern, 5 Minuten später habe ich weiter eine E-Mail vom Chief Financial Officer an alle geschickt, wo drin stand, bitte löschen, ist hochvertraulich. So dass alle, die noch nicht reingeschaut haben, haben das in diesem Moment. Das war mit Abstand in meiner Social Engineering Karriere der erfolgreichste Phishing-Mail, wo ich je geschickt habe. Es hatte eine Klickrate von 85%. Das tönt als eine lustige Geschichte, aber ihr könnt euch vorstellen, 85% von 215 E-Mail-Adressen ist ziemlich viele Leute. Und in einem Real-Case-Szenario hätten wir diese Bank komplett aus dem Markt nehmen können, weil es hatte Leute aus der Geschäftsleitung, Marketingabteilung, HR, ITs. In jeder Abteilung gab es mindestens 1-2 Leute, die reingefallen waren. Und die waren am Ende ein bisschen angepisst, weil zuerst haben sie gemerkt, okay, wir sind gefischt worden und zusätzlich im Jubiläumsjahr gab es keinen zusätzlichen Bonus. Und jetzt komme ich zu der letzten Geschichte. Und das war der lustigste Test, wo ich je gemacht habe, konzipiert habe. Und war auch hier in einen geschützten Bereich von einer Firma reinzukommen, so viele vertrauliche Informationen wie möglich zu klauen. Wir hatten nur die Firmennamen und die Gebäudenadresse. Bei der Information Gathering Phase haben wir herausgefunden, okay, es war eine sehr traditionelle schweizerische Firma, kein öffentlicher Bereich, nur Veranstaltungsanlage. Und das macht für uns Social Engineer das Leben viel schwieriger. Also, weil Vereinzelungsanlagen, wenn die überall platziert sind, wir können kein Tailgating machen, wir können nicht einfach jemandem folgen. Das heißt, ich musste irgendeinen Grund haben, dass sie mir einen gültigen Badge geben, sodass ich reinkommen kann. Bei dieser Firma war es sehr schwierig, weil wir haben sehr wenige Angriffsfläche gefunden. Sie hatten fast null Präsenz auf Social Media, sehr wenige Informationen auf ihrer Webseite und auch vor Ort gab es nur Vereinzelungseinlagen, keine Seiteneingang, keinen Dienstleister, also ein Lieferdienst, wo vorbeikommt, keine Bauarbeit, nichts. Ich war ziemlich frustriert, aber ich war am 5. Dezember am Überlegen, in einem Migros-Restaurant in Rapperswil-Jona, ich war am Mittagessen, am Überlegen, wie könnte ich trotzdem bei dieser Firma einbrechen? Denn plötzlich schaue ich überall um und sehe ich überall Sammelklaus-Deko. Dann habe ich gedacht, vielleicht morgen könnten die Mitarbeiter als Sammelklaus und Schmutzli einbrechen bei dieser Firma. Aber ich weiß nicht, ob es genug professionell ist. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen, ich habe gefragt, du, was hältst du von der Idee, wenn wir morgen probieren, diese Firma Sammelklaus und Schmutzlein zu brechen? Ist das genug professionell? Ja, das ist urgeil, du musst es unbedingt probieren. Er sagt, okay, gut, dann probieren wir das. Ich habe den Kunden in Basel angerufen und gesagt, ja, wir würden gern als Sammelklaus und Schmutzli vorbeikommen morgen. Ja, ihr könnt es schon probieren, aber wahrscheinlich funktioniert es nicht, weil unsere Firma organisiert solche Sachen nicht. Ich habe gedacht, okay, wir probieren es trotzdem. Also ich kann euch garantieren, dass wenn ihr am 5. Dezember ein Sammelklaus-Kostüm sucht, die, wo übrig bleiben, sehen ziemlich besteuert aus. Und so haben wir auch dementsprechend ausgesehen. Aber wir waren voll motiviert. Wir haben Mandarinen gekauft, wir haben Schoki gekauft und Nüsli. Und dann haben wir sogar Weihnachtsgedicht auswendig gelernt und dann am 6. Morgen, den nächsten Tag, nach Basel gefahren.
Und der Mitarbeiter ist aufgetaucht. Ho, 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 Merry Christmas. Die Frau an der Rezeption, die war voll begeistert. Ah, so schön, dass die Firma endlich so etwas organisiert. Ein Badge für dich, ein Badge für dich. Weil logischerweise, man überprüft den ID von Sam Nikolaus nicht. Der ist genug berühmt. Dann hat er gesagt, ja, die Human Resource hat uns bestellt. Er könnte in der Firma gehen, die Mitarbeiter waren auch begeistert und mit einer Hand haben wir Mandarinen verteilt, mit der anderen Hand haben wir USB-Sticks geklaut, wo auf dem Tisch waren. Und irgendwann haben wir gefragt, okay, können wir schnell auf die Toilette gehen? Ja sicher, und dann sind wir auf die Toilette gegangen und dann in den Sack, den wir dabei hatten, hatten wir einen Anzug drin, haben wir umgezogen, dann sahen wir wie normaler Mitarbeiter aus und dann könnten wir uns frei bewegen, mehr als eine Stunde, hatten wir genug vertrauliche Informationen und dann sind wir zurück nach Zürich gefahren. Und so ist das gegangen. Aber diese Geschichte hat eine unerwartete Konsequenz. Das heißt, diese Firma tatsächlich in diesem Jahr hatte einen Sam Nikolaus eingeladen. Aber der arme Sieg ist eine Stunde später aufgetaucht. Die denken, er ist der Kriminelle, haben ihn festgenommen und er war dort und er gesagt, nein, ich bin von der christlichen Gemeinde hier in Liestal. Und ich sagte, nein, Sam Nikolaus war heute schon hier. Und irgendwann der Sicherheitsbeauftragte von dieser Firma die Situation, hat gemerkt, dass an der Reception etwas passiert, dann ist er runtergegangen und die Situation erklärt. Sei es für euch, wenn ihr wollt in Zukunft in Social Engineering Business einsteigen oder selber das in Auftrag geben und den Sammelflaustest machen, einfach genug früh am Morgen vorbeigehen und das funktioniert es immer. Und so bin ich am Ende von meiner Präsentation. Was ich euch sagen wollte, ist, dass ihr habt gesehen, viele von diesen Angriffen sind recht trivial, basierend auf unscheinbare Informationen. Deswegen immer im Hinterkopf haben, ab jetzt jedes Mal, dass ihr etwas liked, shared, kommentiert oder postet, daran denken, dass die Temperatur ist um 0,5 Grad höher geworden. Deswegen tun wir genug früh rausgumpen, bevor das zu spät ist. Und jetzt übergebe ich an Sandra. Merci vielmals, Ivano. Sie hatten genauso Spaß, diese Präsentation von Ivano zu verfolgen wie ich. Ich komme jetzt noch zu einem etwas ernsteren Teil, und zwar, was Sie machen können, falls Sie trotzdem mal Opfer von Social Engineering geworden sind. Primär sagen wir immer, wenn Sie einen finanziellen Schaden haben, dann wenden Sie sich an die Kantonspolizei. Wenn Sie Kreditkarteninformationen preisgegeben haben, dann wenden Sie sich an Ihr Finanzinstitut und lassen Sie die Karte umgehend sperren. Und wenn Sie einen Verdacht haben, dass Sie Opfer geworden sind, dann können Sie dies beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit melden. Wir haben auf unserer Homepage einen Button. Das ist dieser rosarote Button mit dem Zeigefinger drauf. Dieser Button führt Sie zu einem Meldeformular. Sie werden durch den ganzen Meldeprozess hindurchgeführt und Sie erhalten am Schluss auch Handlungsempfehlungen, wenn Sie dies wünschen. So, ich schließe mit diesen kurzen Worten die heutige Veranstaltung. Falls jetzt noch Fragen sind, beantworten wir diese gerne. Wir haben versucht, während der Veranstaltung die Chat-Fragen bereits ein wenig zu beantworten. Ich bitte Ivano trotzdem nochmals auf die Bühne, wenn man das so sagen kann. Und Manuela, die uns hier super assistiert von der Kommunikation des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, wird uns die Fragen übergeben. Wie weiß man, wann wir aufpumpen sollten? Ich bin auf Social Media aktiv. Wie weiß man, wenn? Wann wir aufpumpen. Ah, wenn man aufpumpen sollte. Ja, das ist eine gute Frage. Also, und schwierig zu beantworten. Ich kann vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung oder was ich mache, meine Strategie,
In den letzten Jahren habe ich probiert, jedes Jahr ein Social Media zu löschen. Also jetzt bleiben mir zwei, eine Twitter oder X und der andere ist LinkedIn. Da Twitter backup geht, also dann für mich ist es einfacher zu entscheiden, welcher der nächste sein wird. Aber ich empfehle einfach euch, immer mit Datensparsam zu sein. Also, ob diese Information, die ihr publiziert, muss ihr die wirklich publizieren. Und vielleicht überlegt euch zweimal, ob diese Information gegen euch benutzt werden könnte. Wie letztens eine bekannte Social Engineer und OSINT-Experte hat gesagt, muss diese Information oder kann ein Eingreifer diese Information gegen mich benutzen oder wissen, dann beantwortet ihr euch selber. Benutzen Sie selbst WhatsApp oder Handy? Ja, ich benutze auch WhatsApp. Ich benutze auch, wie gesagt, LinkedIn. Ich versuche einfach vertrauliche Sachen auf andere Kanäle zu schieben, also auf sichere Plattformen. Aber heutzutage ist es schwierig, zum Beispiel die ganze Familie, zum Beispiel auf Prima zu bewegen. Also, es ist möglich, aber nicht immer so trivial. Deswegen WhatsApp benutze ich schon, ja. Gibt es Beispiele, wo Sie nicht erfolgreich waren? Und was haben Sie für Firmen richtig gemacht? Zum Glück für uns, oder ja, es gab keinen Fall, dass wir nicht erfolgreich waren, aber es gab immer wieder Fälle, wo beim ersten Versuch nicht das funktioniert hat. Das heißt, was tendenziell merke ich, ist, wenn man eine offene Firmenkultur hat, also eine Fehlerkultur hat, also dass die Leute keine Hemmungen haben, eine Person anzusprechen und fragen, wer sind Sie, wieso haben Sie kein Badge oder solche Fragen. Tendenziell sind diese die Firmen, die schwieriger sind zu infiltrieren, sagen wir so. Aber bis jetzt sind wir am Ende trotzdem immer erfolgreich gewesen. Wie stehst du zur Aussage, der Mensch ist das schwächste Glied der Informationssicherheitskette? Ja, das ist eine schwierige Satz. Leider, es kann stimmen auf einer Seite. Also ich bin gegen diesen Satz eigentlich. Ich finde nicht einen positiven Satz. Ist einfach, dass in den letzten Jahren haben wir so riesen Fortschritte im Technologiebereich gemacht. Das heißt, es wird technisch immer schwieriger, Angriffe zu machen, die rein technisch sind. Deswegen probieren Angriffe einfach auf den nächsten schwierigsten. Und dann sind Menschen. Deswegen, das könnte ein bisschen toxisch sein, wenn innerhalb von der Firma diese Mentalität herrscht. Also Menschen könnten schon ein schwaches Glied sein, aber die könnten auch unsere beste eigene Schutz. Also das heißt, wenn man sie schult und aware macht, sie könnte unsere Firma sogar vorwarnen. Also sie können sogar Phishing-Mail nicht reinfallen und die Leute informieren. Also sie könnten wirklich unser bester Schutz sein. Wie einfach ist es, die E-Mail-Adresse vom Chef aufzutäuschen? Hat zum Beispiel Microsoft Outlook Exchange etc. keinen Schutz vor einem solchen Angriff von außerhalb der Firma? Das ist eine gute Frage. Also mittlerweile, vor allem Microsoft Outlook macht sehr viel, oder Microsoft insgesamt macht sehr viel Richtiges im Bereich Phishing. Wird immer schwieriger, auch für uns als Angreifer, Phishing-Mails zu schicken, die überhaupt in die Mailbox kommen, und wirklich das zu spoofen oder impersonifizieren den Chef, das 1:1 gleich ist, ist nicht so trivial. Deswegen tendenziell Angreifer gehen auf andere Wege, sie kaufen ähnliche Domain, die ähnlich aussehen, und nachher setzen einfach den Namen von Chef auch rein. Also, das heißt, sie schicken nicht das Mail mit der genau gleichen Adresse, die meisten Fälle. Weshalb heißt das Social Engineering? Diese Bezeichnung wirklich präzise zutreffend? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wie du das beantworten würdest. Also ich kann nicht sagen, wie dieser Begriff zustande gekommen ist. Das weiß ich nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass er im Globalen die Manipulation eigentlich repräsentiert. Und ich
jedenfalls verwende häufig anstelle von Social Engineering eben auch den Begriff der Manipulation, weil nicht alle Leute sich etwas darunter vorstellen können. Ja, ich sehe das auch so. Stimmt es, dass für Social Engineers Frauen, Frauenführung ein valider Weg zum Reinkommen sind? Ja, definitiv. Ja. Wie kann man sich von den bösen Kabeln USB-Stick schützen, wenn es als Tastatur und nicht als USB erkannt wird? Ja, dort gibt es technische Maßnahmen. Also zum Beispiel, es gibt Firmen, die den USB-Anschluss direkt blockieren. Also das ist gar nicht möglich, externe Geräte anzustecken. Also vor allem im Finanzsektor kenne ich das oder besonders heikle Firmen. Sonst einfach, es gibt zusätzliche Geräte, sogenannte USB-Kondome, das praktisch, man tut einfach auf dem Gerät, den man anschließen will, zusätzlich drauf, sodass nur Strom durchgeht, sodass man, wenn man nur den Handy laden will, dann funktioniert das und wird kein Befehl, kein Daten einfach transportiert. Oder das Beste ist einfach keine externen USB-Sticks oder USB-Geräte, die man nicht oder das man irgendwo gefunden hat, einfach einstecken. Genau, ich möchte hier ergänzen, deinen letzten Punkt, sehr wichtig, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Wie bereits erwähnt, technisch sind gewisse Maßnahmen möglich, aber es ist trotzdem wichtig, dass man firmenintern die Menschen einerseits sensibilisiert oder die Mitarbeitenden und allenfalls auch gewisse Vorschriften halt eben durchsetzt. Wie schützt du deine Privatsphäre in deinem Online-Alltag außerhalb von Social Media? Also ich sage immer, es ist ein bisschen komplex, also könnte man länger über das reden. Aber ich erzähle immer einen Witz, dass meine Philosophie zusammenfasst. Also der Witz ist der folgende. Also zwei Leute gehen in der Savanne am Wandern. In der Weite sehen sie ein Leu. Eine geht komplett in Panik, logischerweise. Der andere bleibt ruhig, fängt an, seinen Rucksack abzunehmen, seine Turnschuhe anzulegen. Der, der in Panik ist, fragt ihn, ja, was machst denn du? Auch mit den Turnschuhen wirst du nicht schneller als der Leu laufen können. Ich sage, ja, ich weiß. Ich werde nicht schneller als der Leu laufen können, aber sicher schneller als du. Und das ist ein bisschen meine Philosophie, Idee, Alter. Sobald ich mehr aware, mehr sensibilisiert bin als die meisten anderen, werde ich ein massiv schwieriger Target für die anderen oder weniger interessant. Aber ich sage auch immer, logischerweise, wenn der Löwe Lust auf Bündnerfleisch hat, habe ich keine Chance. Es wird immer wie mehr von Social Media gesprochen. Ist es auch eine Opportunität für ein Ja, das ist definitiv eine Opportunität für Angriffe, weil QR-Codes sind nicht anders als linke URLs tendenziell, die schwieriger sind zu überprüfen, dann könnte man sie manipulieren und zusätzlichen Parameter reintun. Also deswegen sind leider ein zusätzlicher Angriffsvektor. Ja. Genau, das nennt sich QR-Phishing. Ja. Wurden Sie auch beauftragt, Mitarbeitende im Homeoffice zu testen? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, es ist recht spannend. Während der Pandemie, logischerweise, haben wir viel weniger solche Aufträge gemacht. Aber nach der Pandemie massiv mehr. Also das heißt, als vor der Pandemie. Und was eine von den Gründen, muss ich euch vorstellen, ist auch für uns einfacher geworden, in Gebäude einzubrechen. Weil heutzutage gibt es immer mehr dynamische Teams, Leute, die nur am Montag arbeiten oder am Dienstag oder was auch immer. Das heißt, immer mehr Firmen haben Leute, die sich nicht kennen, also die Mitarbeiter. Oder sie wissen nicht, wer während der Pandemie eingestellt worden ist. Das heißt, das ist ein zusätzliches Szenario, das wir leider als Social Engineer benutzen können. Oder wir merken, dass sie trauen sich nicht, uns zu fragen, ja, wer bist du und was machst du hier? Was für eine Rolle wird künstliche Intelligenz in der Zukunft bei Social Engineering Menschen spielen?
Menschen? Ja, das ist eine extrem gute Frage. Also selber, ich habe angefangen, in diesem Bereich ein bisschen zu forschen, ist ein bisschen übertrieben, aber zu schauen, was Kriminelle schon jetzt machen mit KI. Also das heißt vor allem Voice Impersonation, das heißt, dass sie können die Stimme von vor allem bekannten Leuten eins zu eins nachmachen und ihnen sagen lassen, was sie wollen. Also es kann sein für Desinformation, aber es könnte sein für einen raffinierteren Phishing-Angriffe sozusagen oder sogenannte Wishing-Angriffe, also Voice Phishing. Es wird immer mehr auch der Fall sein, dass man die Bilder, die generiert werden und die wir bekommen, nicht mehr trauen kann. Also es gibt auch solche Scams heutzutage, die Bilder von uns vielleicht eins zu eins gemacht sind, um einfach einen bestimmten Prätext zu, wie sagt man, noch effizienter zu machen. Also das wird leider eine starke Angriffsvektor sein oder Methodik sein. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Deshalb empfehlen wir immer, wenn Sie eine unerwartete Kontaktaufnahme haben, diesen Kontext wirklich zu prüfen und zu schauen, kann das jetzt sein? Erwarte ich diese Kontaktaufnahme? Entspricht das dem, was ich mache oder nicht? Und so ist es trotz AI allenfalls immer noch möglich, dann eben ein Phishing oder einen Angriff zu bemerken. Sollten Strafbehörden die Bußen aufstellen, ihrer Ansicht nach die Möglichkeit bieten, die Echtheit der Entscheidung zu prüfen, zum Beispiel durch einen QR-Code. Dies geschieht mit dem Ziel zu verhindern, dass die Behörde für Missbrauch vergehen benutzt und so ihre Wunde zu fahren. Das ist ein Kommentar für euch. Setzen Sie KI für Ihre Angriffe ein? Wie schätzen Sie das Potenzial von neuer Technologie ein, einen Schaden bei Firmen anzurichten? Also wir haben das momentan ausschließlich für Phishing-Mail generieren, also mit ChatGPT, sodass wir können den größten Teil vom Text so generieren lassen und noch erpassen wir das einfach an für den spezifischen Fall. Aber es kann sein, je mehr Angreifer werden KI benutzen, desto mehr wir werden auch solche Angriffe simulieren, um die Mitarbeiter und die Firmen sensibilisieren über diese Thematik. Gibt es sichere QR-Leser? Oh, gute Frage. Also wüsste ich nicht. Wahrscheinlich würde ich, also sicher QR-Leser. Oft ist der QR-Leser per se sicher, ist mehr, was gelesen wird, das nicht sicher ist. Mhm. Also es gibt aber auch sicher bösartige QR-Leser-App, aber denn heutzutage die meisten Kamera-App von Android oder iOS können direkt als QR-Leser benutzt werden. So. Deswegen würde ich das benutzen. Nützen Antivirus-Programme gegen Social Engineering? Ja, schon, weil es kann sein, dass vielleicht wir den Fehler machen, der Mensch vielleicht aus Stress oder was auch immer auf einen bösartigen Link klickt oder ein Dokument öffnet, aber vielleicht diesen Virus, wo in diesem Dokument ist, schon von einem Antivirus bekannt ist, deswegen wird der Angriff blockiert. Wie wichtig ist BEC, Business E-Mail Compromise? Als Angriffskategorie, also heutzutage ist eine von den Hauptkategorien, also wir haben einen Teil von unserer Firma macht forensische Analyse. Business E-Mail Compromise, für die, die das nicht wissen, ist einfach, wenn man probiert, einfach in eine Mailbox von einem Mitarbeiter reinzukommen, weil man die Username-Passwort-Kombination zum Beispiel geknackt hat. Und dann fängt man an, sich dort zu bewegen und die Kommunikation zu hijacken sozusagen, und heutzutage in vielen Fällen auch von Ransomware ist immer wieder einer von den ersten Angriffsvektoren, die benutzt werden. Ja. Ist soziale Kontrolle nicht auch ein guter Hebel gegen Social Engineering? Je besser die Leute sich kennen, desto eher wählt jemand ab, den man nicht kennt. Wäre das ein Plädoyer für die Strukturentwicklung in den Wohnzentren? Idealerweise sind alle Personen im gleichen Gebäude und sind gleichzeitig sensibilisierend auf Social Engineering.
Ja, ich kann das beantworten, weil es konkret, also ich finde, das ist nicht nur für die Bundesämter so, das ist eine generelle Aussage. Es hilft, wenn man sich kennt, das ist auf jeden Fall so. Wie realistisch es ist, dass man das in einem großen Gebäude durchsetzen kann, ich weiß es nicht. Man hat ja immer auch Fluktuationen in den verschiedenen Unternehmungen. Es wird schwierig. Aber ja, das Ziel ist es sicher, dass man sich kennt, dass man miteinander spricht. Oder wie Ivana zuvor eben angesprochen hat, sprechen Sie Leute in Gebäuden an, die Sie nicht kennen. Sie müssen diese Person nicht angreifen. Sie können vielleicht fragen, kann ich Ihnen helfen? Wenn Sie das Gefühl haben, dass diese Person etwas sucht oder sich umschaut, Sie müssen ja nicht gleich sagen, dürfen Sie überhaupt hier sein? Also man kann das ein bisschen mit Fingerspitzengefühl sicher auf gute Art und Weise machen. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und zusätzlich, auch wenn alle sich sehr gut kennen, viele von den Angriffen, die wir simulieren, sind externe Dienstleister. Das heißt, das würde nicht alle Angriffsmöglichkeiten eigentlich abdecken. Abdecken, ganz genau. Ja. Wurden Sie auch schon gehackt? Beziehungsweise wurden Sie auch schon Opfer eines Angriffs? Indirekt ja. Also zum Beispiel eine von meinen Konten, während meiner Studentenzeit habe ich ein Konto auf Last FM, war es ein Radiodienstleister sozusagen, und ich hatte ein Konto dort und diese Webseite wurde gehackt und sie hatten zusätzlich die Passwörter nicht nach Best Practice gespeichert, deswegen wurde auch meine Passwort bekannt. Wie findet man heutzutage, wenn man weiß, wo man die sucht? Zum Glück benutze ich sie nicht mehr, aber so, ja, würde ich so gehabt. Und dann eine abschließende Frage. Gibt es einen Newsletter, den man abonnieren kann, damit man weiß, wie weit man auftritt? Wer weiterhin auftritt? Nein, es gibt keinen. Also ich glaube, wenn man mich auf wahrscheinlich LinkedIn folgt, dann in gewissen Fällen publiziere ich, dass ich in der Öffentlichkeit einen Talk gebe. Nicht immer, aber immer wieder. Das ist, glaube ich, das einfachste Weg. Ja. Gut, vielen Dank nochmal, danke, dass du heute gekommen bist, dass du dich als Kampagnenbotschafter zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, wie bereits gesagt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Spaß hatten. Ich fand es ein gelungener Vortrag. Vielen Dank. Danke.